Wie kann man eigentlich eine gekaufte Uhr mit Sicherheit auf ihre Echtheit prüfen und gibt es so gute Fälschungen, dass sie nicht einmal ein Uhrmacher erkennt? Dürfen Konzessionäre eigentlich auch Uhren an sich selbst verkaufen und wieso trägt man seine Uhr eigentlich links? Das sind nur 3 der 5 im heutigen Q&A beantworteten Fragen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Bevor wir mit unseren heutigen 5 Fragen beginnen, noch kurz eine Info für dich, wie auch du deine Fragen zur Beantwortung einreichen kannst. Einmal im Monat machen wir ein Q&A so wie dieses, wo wir auf die 5 bis 10 wichtigsten Fragen von euch eingehen. Wir posten dazu hier auf YouTube und auf Instagram regelmäßig einen Beitrag, unter dem ihr eure Fragen posten könnt. Und wenn du also auch eine wichtige Frage hast, die du unbedingt beantwortet haben möchtest, dann warte einfach auf unseren nächsten Q&A-Beitrag, kommentiere deine Frage darunter und vielleicht ist deine Frage dann nächstes Mal auch dabei. Und um keines unserer Videos und keinen unserer Beiträge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Channel, drücke die Glocke und du wirst über alles informiert, was wir machen. Und damit legen wir direkt los mit Frage Nummer 1. Eno Maurice hat unter unserem YouTube-Beitrag für dieses Q&A gefragt, dürfen Konzessionäre ihre eigenen Uhren kaufen? Vermutlich zielt die Frage unter anderem auch darauf ab, ob Konzis sich selbst oder ihren Mitarbeitern die begehrten Modelle wie die Pepsi, die Daytona und so weiter einfach selbst verkaufen dürfen. Die generelle Antwort auf diese Frage ist ja, Konzis dürfen auch Uhren für sich oder ihre Mitarbeiter bestellen und ich selbst kenne auch Leute, die bei einem Konzessionär arbeiten oder gearbeitet haben und dort auch schon das ein oder andere begehrte Modell bekommen haben. Theoretisch könnten solche Mitarbeiter sogar einen Rabatt auf diese Modelle bekommen, aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe noch nie mitbekommen, dass ein Konzessionär sich selbst oder seinen Mitarbeitern große Mengen an begehrten Modellen verkauft. Zum einen, weil die Uhren auch wirklich benötigt werden, um Kunden zu akquirieren oder Stammkunden zu binden. Zum anderen habe ich schon öfters mitbekommen, dass besonders Hersteller wie Patek Philippe und Audemars Piguet sehr genau darauf achten, wer eine Uhr kauft und es vermutlich eher nicht im Interesse der Hersteller wäre, wenn die Modelle in großen Zahlen an Mitarbeiter oder Inhaber gehen. Ich habe allerdings auch schon von Fällen gehört, in denen Konzis Uhren in größerer Menge beispielsweise an ihren Ehepartner verkaufen, vermutlich um die Uhren dann auf dem Graumarkt überpreis zu verkaufen. Ich selbst würde aber bei so einem Konzessionär eher ungern Kunde sein und ich gehe auch davon aus, dass das eher die Ausnahme als die Regel ist. Die Konzis, die ich gut kenne und bei denen ich kaufe, achten ziemlich penibel darauf, wer welche Uhren kauft und dass, wenn ein begehrtes Modell rausgeht, auch das an jemanden geht, der das Modell dann wirklich mit Freude trägt und nicht direkt wieder weiterflippt. Wenn ein Mitarbeiter mal so eine Uhr bekommen hat, war es auch tatsächlich in meiner Erfahrung dann wirklich der sehnlichste Wunsch dieses Mitarbeiters und das kommt dementsprechend auch nicht in so einer riesigen Regelmäßigkeit vor. Weiter geht es aber mit Frage Nummer 2. MapsinNoSpam fragt, ob es möglich ist, einen Chronographenzeiger einfach auch durchlaufen zu lassen und somit als große Sekunde zu verwenden, ohne dass das zu mehr Abnutzung und zu mehr Verschleiß führt. Ich habe zu dem Thema kurz einen mir bekannten Uhrmacher gefragt und dieser hat mir gesagt, dass es kaum merkliche Unterschiede gibt in Sachen Verschleiß, dass aber die Kraft der Aufzugsfeder gegebenenfalls schon nach kürzerer Zeit als der angegebenen Gangreserve nicht mehr ausreicht, um das Räderwerk anzutreiben, weil ja mit dem Chronographen mehr Kraft oder mehr Drehmoment gebraucht wird. Schließlich müssen ja dann auch immer, wenn der Chronograph zugeschaltet ist, mehr Räder angetrieben werden. Eine Uhr mit zum Beispiel 48 Stunden Gangreserve mag somit vielleicht schon nach 40 oder 44 Stunden aufhören zu laufen, obwohl ja theoretisch die Gangreserve noch nicht aufgebraucht ist, weil die in der Feder gespeicherte Kraft eben nicht mehr ausreicht, um das komplette Räderwerk inklusive dem Chronographen anzutreiben. Wer also seinen Chronographen durchlaufen lassen möchte und als große Sekunde benutzen möchte, kann das zumindest ohne Angst vor einer deutlich früher fälligen Revision machen. Machen wir aber direkt weiter mit Frage Nummer 3. Mardano fragt, ob man eine Revision lieber bei Rolex direkt oder auch bei einem guten Grauhändler machen lassen könnte. Das ist vor allem deswegen eine interessante Frage, weil eine Revision bei einem Nicht-Rolex-Uhrmacher oftmals etwas günstiger sein kann. Das gilt natürlich analog auch für alle anderen Hersteller außer Rolex. Lass uns aber erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und zwischen einer Revision, also der Überholung des Uhrwerks und dem gegebenenfalls Ersetzen von defekten Teilen und einer Aufarbeitung der Uhr, also dem Polieren des Äußeren der Uhr unterscheiden. Beim Aufarbeiten der Uhr gibt es meiner Erfahrung nach sowohl bei Konzis als auch bei sonstigen Uhrmachern ohne jetzt Konzession des Herstellers teilweise Unterschiede. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo auch ein offizieller Rolex-Konzi zum Beispiel eine Uhr schlecht poliert hat. Genauso kenne ich Uhrmacher ohne Rolex-Konzession, die eine Uhr wirklich perfekt aufarbeiten können. Und natürlich auch umgekehrt.
Bei der bloßen Aufarbeitung einer Uhr sehe ich zumindest damit überhaupt gar kein Problem, das auch von einem Nicht-Konzessionär machen zu lassen. Revisionen sind da aber ein komplett anderes Thema. Wichtig ist dabei zum Beispiel erstmal, dass wirklich nur 100% neue Originalteile des Herstellers verwendet werden. Auch weil der Hersteller vermutlich sonst die zukünftige Revision der Uhr ablehnen wird. Außerdem schult Rolex seine Konzessionäre und deren Uhrmacher und ausschließlich die auch im Revidieren der Uhr und einige Uhren müssen auch direkt zum Revidieren eingeschickt werden. Bei Rolex wäre das zum Beispiel die Skydweller. Heißt das jetzt, dass es keine Uhrmacher außerhalb von Rolex-Konzis gibt, die eine Uhr revidieren können? Ganz klar ist doch, die gibt es bestimmt, aber mir persönlich wäre einfach das Risiko, da vielleicht doch ein Nicht-Originalteil verbaut zu bekommen, das nicht wert. Und daher würde ich eine Uhr im Revisionsfall einfach direkt beim Konzessionär meines Vertrauens abgeben und auf die Revision gibt es dann meistens vom Hersteller auch noch eine zweijährige Extra-Garantie. Zum Thema gab es noch eine Frage von MacBook Air 1324, der fragt, ob man auch bei einer Revision entscheiden kann, was genau gemacht wird. Er bezieht die Frage auf das Polieren der Uhr. Es könnte aber auch noch einen Grund dieser Frage geben in diesen Horror-Stories, die ich natürlich auch kenne. Man schickt eine Vintage-Uhr mit einem besonders wertvollen Originalzifferblatt zur Revision bei zum Beispiel Rolex und sie kommt mit einem erneuerten Zifferblatt zurück, womit die Uhr nicht nur nicht mehr im Originalzustand ist, sondern womit teilweise bei bestimmten Zifferblättern auch der Wert dann signifikant nachlässt. Ich habe dann mal einen Uhrmacher bei einem Rolex-Konzessionär gefragt und der hat gesagt, das sei völliger Blödsinn. Ein Hersteller würde niemals eine Uhr verändern, ohne den Käufer vorher zu fragen, weil das wäre ja streng genommen Sachbeschädigung. Er meinte aber, dass Rolex gegebenenfalls bei zu stark veränderten Uhren einfach sich das Recht auch vorbehält, keine Revision zu machen und man die Uhr somit dann unverändert wieder zurückbekommt ohne Revision. Das Polieren und Aufarbeiten gehört übrigens allgemein zum Standardprozedere einer jeden Revision und wenn man davor angibt, dass man die Aufarbeitung aber nicht möchte, dann sollten die Hersteller damit auch überhaupt gar kein Problem haben, dieser Bitte nachzukommen. Allerdings gibt es meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Grund, die Aufarbeitung wegzulassen, weil Hersteller können inzwischen nicht nur Material abpolieren, sondern auch wieder welches auftragen und der Zustand einer Uhr nach so einer Aufarbeitung ist wirklich wie praktisch neu gekauft. Und damit kommen wir direkt zur Frage Nummer 4. Tamchi Jung fragt, ob es einen Grund dafür gibt, dass man seine Uhr links trägt oder ob das einfach nur irgendeine Tradition ist. Dazu vorneweg, eine feste Regel, wo man seine Uhr trägt, gibt es natürlich nicht, aber es gibt einige sinnvolle Gründe, sowohl historisch als auch aktuell noch gültig. Historisch war es so, dass Armbanduhren anfangs in der Regel nicht mit einem Automatikwerk ausgestattet waren, sondern von Hand aufgezogen werden mussten, so etwa alle 2 bis 3 Tage. Da nun die meisten Menschen, wie ich übrigens auch, Rechtshänder sind, fällt es den meisten somit auch leicht, ihre rechte Hand zum Aufziehen der Uhr zu benutzen und trägt man seine Uhr dann links, dann kann man das ganz bequem mit seiner rechten Hand eben machen, ohne die Uhr abnehmen zu müssen. Und das ist der Grund, warum es früher Sinn gemacht hat, die Uhr links zu tragen, aber auch heute sind die meisten Leute noch Rechtshänder und während das regelmäßige Aufziehen der Uhr nun durch die standardmäßig verbauten Automatikwerke nicht mehr nötig ist, solange man sie jeden Tag trägt, gibt es immer noch einen sinnvollen Grund, seine Uhr links zu tragen. Und zwar ganz einfach die Tatsache, dass ein Rechtshänder das meiste mit seiner rechten Hand erledigt. Dabei könnte die Uhr am Handgelenk nicht nur stören, es ist auch die Gefahr größer, wenn man mit der Hand die ganze Zeit arbeitet, die Uhr einfach zu beschädigen. Ich habe meine Uhr auch schon rechts getragen und ich habe da festgestellt, ich dock da wirklich alle paar Minuten mit der rechten Hand mit der Uhr irgendwo an, weil ich einfach nicht gewohnt bin, mit der rechten Hand vorsichtig zu sein. Es gibt inzwischen aber auch Uhren für Linkshänder, die dann rechts getragen werden können, wo die Krone auf der anderen Seite sind. Ein Beispiel dafür ist die Tudor Pelagos Left-Handed. Insgesamt kann aber natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er eine Uhr jetzt links oder eben rechts trägt. Ich als Rechtshänder trage sie lieber links. Kommen wir damit aber zur letzten und wahrscheinlich spannendsten Frage für heute. Anonym fragt, wo man seine gekaufte Rolex auf Echtheit prüfen lassen kann, ohne dass es Probleme im Falle einer Fälschung gibt. Gerade aktuell ist diese Frage vermutlich von besonderem Interesse wegen des Skandals rund um den mutmaßlichen Betrug vom Betreiber des YouTube-Channels Horology House. Die Frage ist nun für euch als Käufer gebrauchter oder grauer Uhren, wie man als Käufer eine Uhr, egal ob von Rolex oder irgendeinem anderen Hersteller, die Echtheit mit 100%iger Sicherheit bestätigen kann. Und an dieser Stelle möchte ich, nachdem ich euch das erklärt habe, auch noch was zum Thema sagen, wie gut Fälschungen in der Praxis wirklich sind und ob es wirklich diese Fälschungen gibt, die selbst ein Uhrmacher des Herstellers nicht erkennt, weil ich glaube, da ist auch unglaublich viel Halbwissen unterwegs. Gehen wir aber erstmal nochmal einen Schritt zurück. Um sich effektiv gegen das Kaufen gefälschter Uhren absichern zu können, ist Schritt 1 nicht das Überprüfen der Uhr, sondern die Benutzung einer sicheren Zahlungsmethode.
Sichere Zahlungsmethoden, die ich selbst schon als Käufer und Verkäufer genutzt habe, sind die Zahlung per PayPal mit Käuferschutz und der Trusted Checkout von Chrono24. Es mag noch weitere sichere Wege geben, aber diese beiden kenne und verwende ich. Kein sicherer Weg ist auf jeden Fall die Bezahlung per Überweisung, vor allem um Gottes Willen nicht bei privaten Käufen, denn ich schätze mal, gute Betrüger sind gerade gut darin, dem Käufer ein gutes Gefühl vor der Zahlung zu geben. Nehmt stattdessen die Mehrkosten für die PayPal oder Chrono24 Gebühren in Kauf, dafür könnt ihr euch im Fall der Fälle auf den Käuferschutz verlassen und ich persönlich habe noch nie von einem Fall gehört, bei dem der Käuferschutz in so einem Fall nicht gegriffen hätte. Jetzt ist aber die Frage, wie man eine Uhr zu 100% als echt bestätigt. Viele offiziellen Händler lehnen das Prüfen der Uhr ab und sie sind vermutlich auch nicht dazu verpflichtet, eine Uhr zu prüfen, die nicht dort gekauft wurde. Trotzdem gibt es die Möglichkeit für eine sichere Prüfung der Uhr. Diese Möglichkeiten findet ihr bei größeren Grau- und oder Gebrauchthändlern mit einem eigenen Uhrmacher. Ich weiß selbst von einigen Händlern, die sogar ein Echtheitszertifikat für einen Geldbetrag in der Größenordnung so um die 150 bis 200 Euro anbieten, inklusive dem Öffnen der Uhr, dem Überprüfen der Uhr, sowie sogar der Aushändigung einer Echtheitsbestätigung und teilweise steht da sogar der aktuelle Marktwert der Uhr drauf. Ich selbst gehe, wenn ich so etwas prüfen lassen möchte, aber meistens einfach zu einem Uhrmacher meines Vertrauens und wenn der mir sagt, dass eine Uhr echt ist, dann reicht mir das persönlich auch dann als Sicherheit aus, wenn er es mir nicht schriftlich gibt. Jetzt kommen ganz viele ums Eck und sagen, ja, aber Kai, es gibt inzwischen so gute Fälschungen, vor allem von Rolex, dass nicht mal die Rolex-Uhrmacher selber diese erkennen würde. Und damit kommen wir zu einer Frage, die sich, glaube ich, jeder irgendwann mal im Bereich Uhren schon mal gestellt hat. Wie gut sind die besten Fälschungen wirklich? Dabei beziehe ich mich jetzt in meinem Beispiel auf Rolex, weil es da mit Abstand die meisten und auch die besten Fälschungen gibt. Dementsprechend gilt das praktisch abwärtskompatibel auch für die anderen Marken. Die Antwort auf die Frage, wie gut Fälschungen sind, ist definitiv nicht so gut, dass sie ein Uhrmacher, der das Original schon hunderte Male aufgemacht und revidiert hat, sie nicht erkennt. Während ich nicht ausschließen kann, dass es irgendwo eine Uhr gibt, die so nah ans Original kommen würde, lasst mich euch die 4 Gründe nennen, wieso ich die Wahrscheinlichkeit dazu auf nahezu 0 einschätzen würde. Nummer 1, ich habe während meiner Recherche für meine Fake vs. Real Videos keinen einzigen Beitrag gefunden, wo jemand eine Uhr gezeigt hat, die auch nur ansatzweise an das Original herankommt. Würde es sowas in auch nur kleiner Regelmäßigkeit geben, würde es mich wirklich sehr wundern, wenn es dazu nicht einen einzigen Beitrag geben würde, weder auf irgendwelchen Webseiten noch auf YouTube. Zweitens, unter meinen beiden Videos haben wahnsinnig viele Leute kommentiert, die geschrieben haben, die in unseren Videos verwendeten Replikas sind minderwertig und sie hätten eine Replika im Besitz, die ich niemals von der echten unterscheiden könnte. Zum einen habe ich mich, wie eben schon erwähnt, im Vorfeld wirklich informiert, was für Replikas es gibt und ich weiß, dass die im Video verwendeten zu den besten aktuellen Replikas gehört haben. Zum anderen habe ich auf jeden dieser Kommentare wirklich geantwortet und angeboten, dass mir die besagten Superfakes gezeigt oder zugesendet werden. Wir gehen dann zusammen zu einem Uhrmacher und wenn der Uhrmacher die falsche Uhr nicht erkennt, habe ich eine Entschädigung von 500 Euro angeboten und guess what? Kein einziger der Kommentatoren hat sich bei mir zurückgemeldet, obwohl ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe. Drittens, ich habe auch schon mit Moddern gesprochen, die wirklich auch Originalteile für ihre Rolex-Fälschungen verwenden. Ich habe so eine gemoddete Uhr in Wirklichkeit noch nie gesehen, aber der Absender, mit dem ich damals geschrieben habe, hat mir gesagt, dass die Kosten für seine Frankenhulk über 7000 Euro waren. Da habe ich ihn natürlich sofort gefragt, wieso zur Hölle der sich den ganzen Eck gibt und nicht einfach die paar tausend Euro mehr drauflegt, um eine echte zu bekommen. Und da meinte er zu mir, das ginge ihm gar nicht irgendwie darum, eine Fälschung zu tragen, es ginge ihm eher um den Spaß, diese Uhr so gut wie möglich nachzuahmen. Und naja, jeder wie er mag, schätze ich mal. Und last but not least, viertens, ja, auch ich habe schon von Fällen mitbekommen, auch in meinem engeren Bekanntenkreis, wo Leute leider auf Fälschungen reingefallen sind und Tausende Euro in den Sand gesetzt haben. Aber wollt ihr mal ganz ehrlich was wissen? Keine einzige dieser gekauften Uhren war in irgendeiner Weise für einen Profi schwer erkennbar. Im Gegenteil, hatten einfach die Käufer wirklich in allen Fällen, an die ich mich erinnere, keine Ahnung von den Uhren und haben unvorsichtig einfach per Vorkasse überwiesen, ohne sich vorher zu informieren. In einem konkreten Fall hat ein Bekannter von mir für 4.500 Euro eine Airking Bar bezahlt und die dürfte nicht mehr als 50 Euro wert gewesen sein, die Fälschung. Alles in allem schätze ich also, dass vor allem zweierlei Leute verbreiten, dass es Superklone gibt, die niemand unterscheiden kann. Zum einen sind es die Leute, die betrogen wurden. Ich meine, wer würde schon gerne zugeben, dass er mit einer 50-Euro-Fälschung betrogen wurde? Zum anderen habe ich das auch schon von dem einen oder anderen Verkäufer bei einem Konzi gehört, aber
Ich würde mal sagen, das ist in seinem Fall auch ein gutes Verkaufsargument, die Uhr beim Conzi zu kaufen und praktisch vom Kauf auf dem Graumarkt abzuhalten, also ein klarer Interessenskonflikt. Ich würde aber an dieser Stelle auch nochmal meine Einladung wiederholen. Jeder, der wirklich denkt, er hätte eine gefälschte Rolex, die kein Uhrmacher erkennen würde im direkten Vergleich zu einer echten, den lade ich dazu ein, vorbeizukommen. Wir gehen dann gemeinsam zu einem Uhrmacher meiner Wahl, filmen den ganzen Trip und wenn mein Uhrmacher die gefälschte Uhr nicht erkennt, dann bekommst du von mir nicht nur deine Anreise bezahlt, sondern auch noch 500 Euro obendrauf. Und Näheres dazu unten in der Videobeschreibung. Okay, Freunde, das war's mal wieder für dieses Q&A und wie immer, wenn noch irgendwelche Fragen bei den heute besprochenen Themen offen geblieben sind, schreibt sie unten einfach in die Kommentare und wenn du Fragen fürs nächste Q&A hast, dann warte einfach auf unseren nächsten YouTube-Beitrag zum Thema oder auch auf Instagram, schreib deine Frage rein und vielleicht beantworten wir im nächsten Video dann auch deine Frage. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.